herrlich. Ja, da kann man sagen, was man will. Gell? Aber so ein Feierabend ohne, ja genau, neue Geschichten aus Bayern. Heimatrauschen. Heute wieder mit Zeig. Das haben Sie noch nie gesehen. Du bist perfekt. So. Dich nehme ich auch mit. Und dich lasse ich da. Jetzt schaut's einmal her. Das sind nicht nur Weinkisten. Nein, das sind Musikinstrumente. Genauer gesagt E-Gitarren. Robert Walch aus Gunzenhausen, der baut aus alten Gegenständen Instrumente. Ja? Und er verbaut sogar noch Geschichten. Gitarren sind seine Leidenschaft. Robert Walch aus Gunzenhausen in Mittelfranken. Er liebt Motorradfahren, Musik und eben E-Gitarren. Und die baut er sich selbst. Ein guter Gitarrenbauer, der sagt, was ist das beste Holz, das ich verwenden kann. Und ich laufe über Flohmärkte und schaue, was da rumliegt. Und wenn da irgendwas rumliegt, was mich anmacht, dann nehme ich das mit und mache was draus.15 Jahre hatte Robert seinen eigenen Musikladen. Die Instrumente vertreibt er heute noch online. Seit 2 Jahren gehört seine Leidenschaft aber dem Bauen und Sammeln handgemachter E-Gitarren. Unikate, zum Beispiel gebaut aus den Resten seiner Holzveranda. Das Ganze ist entstanden beim Brettern meines Terrassenbodens. Ich habe damals dieses geriffelte Lärchenholz verwendet und mir hat diese Oberfläche sehr gut gefallen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte eines Tages eine E-Gitarre besitzen mit der Oberfläche dieses Terrassenbodens. Und zu aller Verwunderung hat die tatsächlich sich wunderbar spielen lassen und klingt auch sehr gut. Der 54-Jährige hat sich einen Showroom eingerichtet, bis unter die Decke gefüllt mit über 60 Vintage-Gitarren und 20 handgemachten Unikaten. E-Gitarren mit liebevollen Details, wie Reglerknöpfen aus alten Bügelflaschenverschlüssen oder verbaute Modellflugzeuge und echte Höhenmeter. Bei der Skorpion-Version gibt es gefährliche Einschlüsse. Und bei der Zeppelin-Gitarre sind rund 40 Meter Metallband und 400 Schrauben verbaut. Zuletzt glänzte sie als Ausstellungsstück auf einer Spielzeugmesse. Die eigene Familiengeschichte steckt in dieser Version. Gebaut aus alten hölzernen Zigarrenkisten. Also diese Zigarrenkisten von früher hatten eh schon schöne Muster, Brandings drauf. Das ist ein tolles Zedernholz, das riecht auch ausgezeichnet. Und für mich persönlich hat es noch den Bezug, dass mein Urgroßvater in Handarbeit mit seiner Frau zusammen Zigarren gerollt hat. Da habe ich mir gedacht, jetzt baue ich eine Gitarre in Zigarrenform und verwende als Decke verschiedene Deckel dieser alten schönen Kistlein. Für sein aktuelles Projekt begibt sich der Franke ebenfalls auf eine Zeitreise, und zwar 140 Jahre zurück. Auch hier setzt er auf ein historisches Relikt, das auf den ersten Blick so gar nichts mit Gitarren zu tun hat. Ein Unterhaltungsblatt aus dem 19. Jahrhundert. Na, was deutst du Schönes? Hallo, schau mal die tollen Inserate von 1888 an. Mhm. Die Fahrräder, das wird für meine neue Paris-Gitarre. Bisschen klein, aber ich sehe noch kein Paris. Ja, weil du natürlich nur die halbe Wahrheit kennst. Schau mal her, was ich schon erforscht habe, was ich entdeckt habe. Hätte ich mir denken können. Das ist ein Originalstich von 1888 vom Eiffelturm. Ja. Und die Größe passt ja, relativ groß. Ich hoffe, dass ich ihn draufbringe, aber der muss drauf, der ist Pflicht. Perfekt. Mehrere Wochen baut Robert mit viel Liebe zum Detail an seinen individuellen Gitarren. Doch perfekt ist sie erst dann, wenn seine Frau Claudia ihren Segen gibt. Er hat sogar zweimal noch was umgebaut. Als ich gesagt habe, es fehlt mir immer noch was. Ich habe an einer Gitarre noch eine ganze Ecke weggesägt. Das war der grobste Eingriff. Für mich ist es so, wie gesagt, weil ich selber ja leider nicht so musikalisch bin, bereichert mich das total, da dabei zu sein. Also mir macht es wirklich richtig viel Spaß.
Für die E-Gitarre mit den historischen Zeitungsausschnitten muss Robert keinen Korpus mehr bauen. Hier veredelt er einen fertigen Gitarrenkörper. Das Wissen darüber hat er sich selbst angeeignet. Rund 20 Arbeitsstunden stecken in jeder der geschichtsträchtigen Zeitungsgitarren. Instrumente, die nicht nur schön klingen, sondern auch etwas erzählen. Für Robert unbezahlbare Unikate. Kaufen kann man keine davon. Man kann sie lediglich anmieten für Messen oder Events. Ich kriege tatsächlich relativ viele Anfragen, dass Leute gern getan hätten, die ich gebaut habe, was mich sehr freut. Aber ich weiß, wenn ich sie hergebe, dann ist sie weg, unwiederbringlich, weil es sind immer irgendwelche Einzelstücke verbaut, die ich auf Flohmärkte finde. Und die kriege ich dann nicht nochmal. Und einmal verkauft, dann ist sie halt weg. Und im Moment habe ich es irgendwie scheinbar noch nicht nötig. Und darum kann ich mich noch nicht trennen. Ein fränkisches Original ist auch dieses Exemplar hier. Gebaut aus über 10 Jahre alten Biertragerln der örtlichen Braumanufaktur. Seit vielen Jahren ist Robert mit Brauereibesitzer Schorsch befreundet. Jetzt hat er ihn sozusagen auf einer Gitarre verewigt. Und lass sehen, komm. Schau her, mein Gutster. Schön. Wahnsinn, oder? Meine eigene Gitarre. Ha? Und das, wo ich nicht spielen kann. Ja, mei, ich kann ja nicht Bierbrauer. Ja, meine eigene Schorsch-Gitarre, da bin ich schon stolz. Ne? Also das hat ja nicht jeder. Ne? Könnte man sich glatt überlegen, dass man Gitarrenunterricht nimmt. Ob Biertragerl, Weinkiste oder Verandalatten, Robert verbaut Geschichten in Instrumente und schafft es so, Vergangenes musikalisch weiterleben zu lassen. Ja gut, super. Gut ist. Das war's wieder mit Heimatrauschen für heute. Ja, mei, wir kommen ja wieder. Und bis dahin besuchen Sie uns doch auf Facebook. Ja, da gibt's Zeug. Das haben Sie noch nie gesehen. Servus!